Ja, hallo liebe Freunde, Donnerstagabend, es ist 10 nach 11, ich komme gerade von einem Termin und hatte einen langen Tag hinter mir. Es ging los, morgen aufstehen, Kinder fett machen für die Schule und dann ab zum Steuerberater, der Jahresabschluss der Spomedis GmbH für das Jahr 2018 steht. Danach sofort ins Büro, Korrekturen, Freigaben für das Triathlon Special, was ansteht. 164 Seiten, die noch nicht ganz fertig sind und zeitnah in die Druckerei müssen. Da wartet noch ein bisschen Arbeit auf uns. Ja, viele kleine Dinge zu erledigen, bevor es dann zum Kundenevent ging um 17.30 Uhr. Ja, da blieb nicht viel Zeit zum Training. Ich hatte zwar meine Laufsachen heute endlich mal wieder mit ins Büro genommen, aber das war utopisch, daran zu denken. Von daher geht dieser Donnerstag ungeplant, untrainiert zu Ende. Ja, und die Nacht wird jetzt auch kurz genug, sodass ich morgen vor der Arbeit nicht trainieren kann. Das kommt immer mal wieder vor, aber ich wollte euch ja jeden Tag einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Wenn sowas mal vorkommt und ihr eine kleine Zwangspause einlegen müsst, weil einfach keine Zeit blieb zum Training, dann nutzt das Ganze doch und macht die nächste Einheit voll ausgeruht etwas intensiver. Ja, intensives Training bietet sich ja immer an, wenn man, oder intensives Training sollte man immer dann machen, wenn man gut erholt ist, dann hat es den besten Effekt, wenn man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Und so werde ich es dann morgen auch tun. Ja, ich werde morgen früh, wie gesagt, nicht vor der Arbeit trainieren können, habe einen vollen Arbeitstag vor mir, weil immer noch genug Seiten da offen liegen und nicht abgekreuzt sind auf meinem Seitenplan. Und da muss ich morgen ran. Das wird ein bisschen dauern, aber ich versuche mir ein bisschen Energie über den Tag zu sparen, mich gut zu ernähren, dass ich morgen Abend nochmal was richtig schön Knackiges trainieren kann, um dann am Samstag wieder ganz easy und vielleicht nüchtern einzusteigen, diese Lieblingskombi, von der ich euch gestern schon erzählt hatte. Ja, also wie gesagt, mein Tipp, wenn eine Zwangspause ungeplant kommt und ihr fit seid, dann ist das eine ideale Voraussetzung, die nächste Einheit dann etwas herber zu gestalten und den Trainingsplan vielleicht in die Richtung etwas umzustrecken. Von daher, so viel für heute, euch eine gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao!